In einem kleinen Dorf an der Südtiroler Weinstraße lebt Johann Kostner. Wie fast jeder hier betreibt auch er Obst- und Weinbau. Sein eigentlicher Beruf aber ist Fassbinder. Seit seinem 14. Lebensjahr steht er von morgens bis abends in der Werkstatt. Daran hat sich bis heute nichts geändert, trotz seiner 85 Jahre. Es sei denn, er muss sich um seinen Weinberg kümmern. Man nimmt an, dass kurz vor Christi Geburt die Kelten das hölzerne Fass erfanden. Eine erstaunliche Eingebung. Wie kommt man dazu, sich ausgerechnet für Flüssigkeiten ein Behältnis aus Holz auszudenken? Oder sagte sich der geniale Erfinder, wenn man einen Bootsrumpf aus Holz bauen kann und dieser das Wasser nicht hereinlässt, dann müsste doch auch ein Behälter zu bauen sein, der das Wasser nicht hinauslässt. Wie auch immer, das bruchsichere und leicht zu handhabende Holzfass eroberte die Welt und wurde zum universalen Verpackungsmittel für flüssige und feste Waren wie Wein, Bier, Butter, Fleisch, Pulver, Tran, Salz, Fisch und vieles andere mehr. Die blühende Entwicklung des Fassbinderhandwerks war nach 1900 von weitreichenden Veränderungen gekennzeichnet. Besonders die vielen kleinen Betriebe ohne Maschinen konnten sich der Konkurrenz, die nun Kübel, Eimer, Wannen und Zuber industriell aus Zink, Blech und Email fertigten, nicht mehr erwehren. Dazu kam, dass mit dem Wachsen der Städte die Eigenproduktion und die Vorratswirtschaft zurückging und sich der Bedarf an Vorratsbehältern verringerte. Selbst im Weinbau wurden die Holzfässer weitgehend verdrängt und durch Kunststoff- und Edelstahlcontainer ersetzt. Zunächst traten an die Stelle der vielen kleinen Handwerksbetriebe nun einzelne Firmen, die ihre Produktion mechanisierten und fabrikmäßig aufzogen. Vor allem bei der Herstellung von Bierfässern. Aber auch diese letzten Bastionen einer im Großen betriebenen Fassbinderei wurden durch die Umstellung auf Aluminiumfässer überrannt. Dass Johann Kostner noch immer Aufträge für Weinfässer bekommt, liegt daran, dass viele hier nach wie vor ihren eigenen Weinkeller betreiben, meist nur für den Hausbedarf. Ich hätte gerne ein Gärfasel von 600 bis 700 Liter so. Das gerne da irgendwo aufstellen, ich weiß nicht. Vielleicht da oder. Es sind vielleicht diese Kellermeister aus Passion, die das Holzfass vor dem endgültigen Aus bewahren. Ja. Ja, das geht schon. Das geht schon. Und geht das? Ja. Kanter müssen wir anders machen. Ach so, in Kanter müssen wir anders machen. Passt nicht. Ja, Gott sei Dank, kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Ja, dann machen wir das. Ja. Und was kostet nachher so ein Fass? 300.000. 300.000? Ja, ist aber eine Kastanie. Kastanienholz, ja. Ja. Und eine gute Qualität muss es halt nachher schon sein, nicht? Nein, ein Einwandpreis. Ja, ja. Na, ist gut, nicht? Ja. Das Holz, ja. Ja, das Holz stimmt. Möchtest du schon zufriedenstellen? Ja, genau. Trinkst du ein Glasl? Ja, bitteschön. Ja. Sehr wohl. Die Holzwahl für ein Fass ist davon abhängig, was in dieses Fass hineinkommen wird und welche Hölzer in der Region vorkommen. Aber auch zum Beispiel bei Fässern für Rotwein, ob ein bestimmter Holzgeschmack dem Wein mitgegeben werden soll. Johann Kostner verwendet vor allem das Holz der Edelkastanie. Es ist hart, elastisch und nicht zu schwer, schwindet mäßig, ist gut zu bearbeiten und witterungsfest. Zu Beginn seiner Arbeit musste Johann Kostner noch planen und rechnen, um die genauen Maße des in Auftrag gegebenen Fasses zu ermitteln. Heute, nach 73 Jahren Berufserfahrung, hat er die Proportionen der Standardfässer im Kopf. Er schlägt die entsprechende Seite im sogenannten Faulenzer auf, sucht sich das vorgegebene Raummaß und findet links daneben die Längenangabe für das Fass. Ganz oben ist auch der Umfang angegeben. Mit diesen Anhaltswerten kann nun die entsprechende Schablone für die sogenannten Dauben gewählt werden.
Die Breite der Schablone ist nicht maßgebend. Die Dauben können auch schmäler und breiter sein, je nachdem, was das Brett hergibt und der Fassumfang verlangt. Um die Dauben aneinanderfügen zu können, müssen die Seiten sehr genau in entsprechenden Winkel gehobelt werden. Um diese spätere Arbeit zu erleichtern, werden die Dauben winklig ausgesägt, indem der Sägetisch etwas schräg gestellt ist. Zweimal im Jahr muss Johann Kostner in den Wald. Im Frühjahr, wenn die gefällten Bäume versteigert werden, und dann nochmal, um das Holz ins Sägewerk zu bringen. Da hilft ihm sein Sohn, der sonst vor allem für den Wein- und Obstbau zuständig ist. Vielleicht ist ein Grund für den Rückgang des Gewerbes auch der, dass Holz von erster Qualität sehr teuer geworden ist. Astfreies, feinjähriges Eichenholz zum Beispiel, von Stämmen über 2 Meter Länge, das für große Fässer gebraucht werden würde, gibt es kaum noch. Und wenn, dann können sich das nur Firmen leisten, die daraus Furniere schälen. Johann Kostners Großvater arbeitete bereits mit diesen Models, wie auch mit all den anderen Handwerkzeugen, die noch heute vom Enkel benutzt werden. Nur die Bandsäge ist nicht ganz so alt. Die hat der Vater 1904 angeschafft. Die Schablone wird gebraucht, um die Rundung der Daube und den Winkel der Fuge zu bestimmen. Mit dem der Fassgröße entsprechenden Model wird der grob vorgesägte Fugenwinkel nachgefahren. Jetzt weiß Johann Kostner, an welchen Stellen und wie weit der Winkel nachgearbeitet werden muss. In allen anderen Holzhandwerken wird das Werkstück eingespannt und der Hobel bewegt. Hier aber wird die Daube über den feststehenden Hobel, den Fügebock, geführt. Der Grund dafür ist, dass in den meisten Fällen die Dauben nicht nur leichter sind als der Hobel, sondern auch oft ein- und ausgespannt werden müssten. Auf der Außenseite hobelt Kostner die Ränder je nach Umfang des Fasses mehr oder weniger weit zurück, um die Fläche der Daube der Fassrundung anzupassen. Mit einem zweiten, dem Rundeisenhobel, wird die Innenseite mittig etwas vertieft, um auch innen die einzelne Daube der Gesamtrundung anzupassen, aber auch, weil sich dadurch die Dauben später leichter biegen lassen. Je kleiner ein Fass ist, desto mehr muss herausgehobelt werden, da kurze Dauben eine viel stärkere Biegung bekommen. Johann Kostners Auftrag ist es, ein Gärfass herzustellen. Das heißt, dieses Fass wird seinen Dienst nicht wie üblich liegend, sondern stehend erfüllen. Damit das Fass einen sicheren Stand haben wird, macht Johann Kostner den unteren Fassdurchmesser etwas größer. Sind die Enden zusammengeschoben, lässt sich der Umfang kontrollieren. Stimmt er nicht, so brauchen nur einige Dauben gedreht zu werden, da die Enden verschieden breit gearbeitet sind. Und das Fass erhält die gewünschten Maße. Das Fassmachen ist nicht die einzige Bindearbeit von Johann Kostner. Früher waren Spritzfässer für den Pflanzenschutz im Weinbau sein Hauptgeschäft. Bis zu 6 dieser Fässer, manche 15 Hektoliter groß, produzierte er in einer Woche. Heute sind es vor allem Blumenkübel verschiedener Größen
Butterfässer, Bottiche und kleine Wannen. Es gehört zum Lebensgefühl der Südtiroler, sich vors Haus zu stellen, zu beobachten und Prognosen über das Wetter zu wagen. Für Johann Kostner ist es auch wie ein Hinaustreten in eine andere Welt. Das sogenannte Aufsetzen ist der einzige Arbeitsgang, den der Fassbinder ohne einen Helfer nicht machen kann. In einen Setzreifen, das sind Eisenreifen, die in verschiedenen Weiten in der Werkstatt vorhanden sind und nur dem Zusammenbau dienen, werden die Dauben Stange für Stange aneinandergereiht. Da reichen zwei Hände nicht aus. Denn die Dauben müssen, bis sie der Reifen hält, ständig aneinander gedrückt werden, sonst fallen sie um. Die Schraubzwingen halten nur den Reifen, solange das Fass noch nicht steht. Die eigentlichen 8 Reifen, also die, die auf dem Fass verbleiben, müssen speziell angefertigt werden. Dafür braucht der Fassbinder keinen Schmied. Es gehört zur Fassbinderausbildung, auch die Eisenringe selbst herzustellen. Es ist nicht damit getan, das Bandeisen abzulängen, zu lochen und die Nieten einzuschlagen. Auch muss das Eisen auf einer Hälfte konisch gestreckt werden, da der Ring sonst nicht flächig auf dem Fass aufliegen würde. Wie stark das Fassmacherhandwerk an Bedeutung verloren hat, lässt sich auch daran ablesen, dass zum Beispiel Herr Kostner in seinem Land keine eisernen Rundkopfnieten mehr kaufen kann. Der Bedarf ist so zurückgegangen, dass die Produktion eingestellt wurde. Diese Arbeit jetzt, das Fass abbinden, hat dem Beruf den Namen gegeben. Zumindest den gebräuchlichsten.
Kein anderes Handwerk hat so viele Bezeichnungen. Schäffler, Böttcher, Kübler, Büttner, Fasner, Binder, um nur einige aufzuzählen. Es gibt nicht viele Menschen in unseren Breiten, die mit 85 nach wie vor für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und noch weniger Menschen, die dieses stattliche Alter haben und noch nie krank waren. Johann Kostner bekommt keine Rente, da er nie eingezahlt hat. Aber nicht etwa, weil er das Geld nicht gehabt hätte. Nein. Einer, dessen Leben aus Arbeit besteht und der so bescheiden ist, hat Geld. Es ist die Bürokratie, die ihn abgehalten hat. Er hasst es, Formulare auszufüllen. Über die Zeit muss man es auch so sagen. Die Methode, das Holz durch Feuer weich zu bekommen, um es leichter biegen zu können, ist so alt wie das Handwerk selbst. Wichtig ist, dass die Flamme lodert und nicht übel riecht, da sonst das Holz den Geruch annehmen würde. Behutsam wird das Seil gespannt, abwechselnd von der einen und der anderen Seite. Nur langsam darf sich die Drahtschlinge zuziehen, da sonst die Dauben brechen könnten. Thank you.
Ein Krummmesser wie dieses ist heute nicht mehr zu kaufen. Gerade Ziehmesser werden noch hergestellt. Aber der Stahl, aus dem sie gefertigt sind, lässt sich lange nicht so gut schärfen wie die Schneiden der alten Werkzeuge. Besonders bei Hirnholz, also Holzflächen, die quer zur Faser laufen, ist scharfes Werkzeug unerlässlich, da es hart zu bearbeiten ist. Auch wenn es später niemand sehen wird, so ist es doch für den Binder selbstverständlich, das Fass auch innen sauber auszuhobeln. Der Fassrand wird plan gehobelt, damit das Fass sicher steht und leicht über den Rand zu rollen ist. Außerdem dient er dem Gargelkamm, auch Kimmhobel genannt, als Anschlag beim Hobeln der Nut für die beiden Fassböden. Elektrische Fräser haben dieses wunderschöne Werkzeug aus Holz, Messing und Stahl längst aus den wenigen Binderwerkstätten, die es noch gibt, verdrängt. Ein gutes Fass steht von allein auf, heißt es beim Binder. Da braucht es kaum Kraft, um es umzudrehen oder aufzustellen, selbst wenn es voll ist. Es ist eine Frage des Augenmaßes, wie schnell der Durchmesser ermittelt wird. Mit sicherem Blick schätzt Kostner den Radius und stellt den Zirkel entsprechend ein. Lässt sich dieses Maß nun genau 6-mal in der Nut abstechen, so steht der Bodendurchmesser fest. Sind die einzelnen Bodenbretter gehobelt, mit Eisendübeln verbunden und entsprechend dem Zirkelmaß ausgesägt, so wird der Bodenrand mit dem Krummmesser vorgeschnitten und mit dem sogenannten Bodeneinschneid und dem Bramschnitthobel entsprechend der Fassnut profiliert. Es braucht nicht nur Holz und Eisen, um ein Fass zu machen. Unerlässlich ist auch der Weiberplausch, wie man in Südtirol sagt. Es gibt auch den Mandelplausch, aber der taugt nicht dazu, denn er ist nicht so weich. Die Rede ist vom breitblättrigen Rohrkolben, dessen weibliche Pflanze als Dichtungsmaterial im Fassbau verwendet wird. Seit einigen Jahren muss Johann Kostner weit fahren, um diese Wasserpflanze noch zu finden. Und dabei läuft er Gefahr, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, da der Rohrkolben jetzt unter Naturschutz steht. Hier übernahmen Kostners Eltern das Anwesen und die Werkstatt. 1907 kam dann Johann als erster von 7 Kindern auf die Welt. Viel Freizeit gab es auch in seiner Jugend nicht. Schon während der Schulzeit arbeitete er beim Vater in der Werkstatt mit. Bei ihm machte er seine Lehre, wie später auch 3 seiner Brüder. Als junger Mann übernahm er dann bald den Betrieb, zunächst noch mit den Brüdern. Das einzige Vergnügen, das er sich leistete, war ein Motorrad. Noch heute würde er fahren, gäbe es nicht diese Helmpflicht.
Die Rohrkolben müssen ein Jahr trocknen, bevor sie als Dichtung verwendet werden können. Nur in die Gargel kommt Dichtungsmaterial. Ansonsten, so das Fass gut gearbeitet ist, wird es durch das Auftreiben der Ringe dicht, die die einzelnen Dauben aneinander pressen. Um die Böden einsetzen zu können, müssen die äußeren Reifen noch mal gelöst sein. Bevor nun auch die mittleren Setzreifen gegen die endgültigen Reifen getauscht werden, bekommt das Fass mit dem Putzhobel den letzten Schliff. Nochmal eine schweißtreibende Arbeit. Es besteht die vage Hoffnung, dass dieses archaische Handwerk den Hauch einer Renaissance erleben könnte. Denn die Absatzschwierigkeiten, die große Kältereien mit diesen einfachen Weinen haben, werden zur Qualität statt Quantität zwingen. Und eines ist sicher: Ein Rotwein wird nur dann ein wirklich guter Wein, wenn er in einem Holzfass reifen konnte. Jetzt mal hin. Und das geht. Ja, auch schon.